Du hast den Darmglück-Podcast Folge 61. In dieser Episode bringe ich dir eine Übung mit, die ich gerne mit meinen Kunden im Darmglück-Online-Kurs mache. Und es geht darum, die Bereiche rauszufinden in deinem Leben, wo du noch Verbesserungspotenzial hast und wie du da die ersten Schritte unternehmen kannst, um eben glücklicher zu werden in deinem Leben. Bleib unbedingt dran und mach mit, druck dir die Vorlage aus und diese Übung ist wirklich sehr, sehr kraftvoll, vor allem wenn du sie auch tatsächlich machst. Willkommen zum Darmglück-Podcast, dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Mein Name ist Julia Gruber und ich bin deine Gastgeberin. Ich freue mich so, dass du da bist. Und heute habe ich eher eine kurze Folge für dich und auch eine etwas aktivere, weil du kannst mitmachen. Und zwar habe ich dir eine Übung mitgebracht aus meinem Darmglück-Kurs. Und es geht in dieser Übung darum, ein bisschen mal, ich sag mal, dein ganzes Leben als Ganzes anzugucken und zu gucken, in welchen Bereichen bist du zufrieden und in welchen nicht und was kannst du tun, damit du auch in allen Bereichen einen Schritt vorwärts kommst. Und warum bin ich auf das Thema gekommen? Naja, einerseits beschäftige ich mich gerade sehr mit meinem Darmglück-Kurs, weil er demnächst in eine neue Runde startet. Und falls du noch nicht angemeldet bist fürs kostenlose Online-Seminar morgen, dann kannst du das jetzt noch machen. Du findest den Link in den Folgenotizen zu dieser Folge und natürlich nur, wenn du diese Folge auch gerade zeitnah anhörst. Also am 9. und 10. Oktober gibt es eben diese zwei Termine für ein kostenloses Online-Seminar und da geht es um die drei häufigsten Fehler, die die meisten Menschen machen, wenn es ums Thema Darmgesundheit geht. Und für mich ist die Darmgesundheit ja wirklich ein zentraler Punkt, um eben auch glücklich zu sein im Leben, weil es so einen großen Einfluss hat auf alle Lebensbereiche. Und je länger ich diese Arbeit mache, desto mehr merke ich auch, dass Ernährung und eben Gesundheit letztlich ein Werkzeug ist, um in deinem Leben dich weiterzuentwickeln. Weil es vielen Menschen eben überhaupt erst den Geist öffnet oder die Kraft und die Energie gibt, um sich auch um andere Lebensbereiche zu kümmern. Ich sehe oftmals eine Gefahr bei so Ernährungsumstellungen, dass Leute dann sehr, sehr, sehr fixiert sind auf ihre Ernährung. Und das macht am Anfang natürlich auch Sinn. Man muss sich erstmal reinfinden in so eine neue Ernährung. Und aber längerfristig gesehen, wenn sich dann das ganze Leben nur noch um Ernährung dreht, dann finde ich das eben irgendwie nicht so gut. Und deswegen mache ich mit meinen Teilnehmern auch immer Übungen, Lektionen und so weiter, wo es eben auch um andere Bereiche geht. Denn nicht nur die Ernährung nährt uns oder die Nahrung nährt uns, sondern auch unsere Beziehung, unsere Zufriedenheit im Job, unsere Wohnsituation, unsere Familie, unsere Freunde, also all das sind Dinge, die uns eben auch nähren. Und hier kommt die folgende Übung eben sehr, sehr gelegen, um da mal zu gucken, welche Lebensbereiche sollte ich mir vielleicht ein bisschen näher angucken. Und die Übung kennst du vielleicht sogar schon, hast sie vielleicht auch schon mal gemacht und ich würde dich trotzdem einladen, sie nochmal mitzumachen, denn es ist eine Übung, die kann man ruhig alle paar Monate mal durchführen. Und die Übung nennt sich Rad des Lebens. Und auf unseren Folgenotizen, du findest die auf der Webseite www.gruber-ernährung.ch/podcast und da findest du alle Podcast-Folgen oder /061, das sind dann eben genau die Notizen zu dieser Folge. Und da findest du ein PDF, wo du dieses Rad des Lebens auch abgebildet siehst. Wenn du das nicht runterladen möchtest oder ausdrucken möchtest, dann nimm jetzt einfach ein Blatt Papier zur Hand und male einen großen Kreis auf dieses Papier.
Und dann teilst du dir den Kreis erstmal in Viertel auf, also einmal eine Linie von oben nach unten durch den Kreis und einmal von links nach rechts durch den Kreis, dann hast du 4 Viertel. Und jeden dieser Viertel teilst du noch zweimal auf, dass du eigentlich dann 3 einzelne Stückchen hast. Also am Ende hast du 12 einzelne so Kuchenstückchen sozusagen. Und jedes dieser Stückchen steht für einen Lebensbereich. Und ich werde dir jetzt Vorschläge machen, welche Lebensbereiche du wählen kannst. Wenn irgendein Begriff dir nichts sagt oder für dich keinen Sinn macht, dann kannst du den natürlich auch ersetzen mit was anderem. Also, Punkt 1, das erste Stückchen Spiritualität, das nächste Kreativität, das dritte Finanzen, das nächste Karriere, das nächste Weiterbildung, das nächste Gesundheit, dann Bewegung, dann Kochen. Und das Kochen ist natürlich was, was ich für meine Leute super wichtig finde. Da kannst du dir auch was anderes aussuchen. Dann nächste, das Wohnen. Nächstes, Beziehungen. Dann nächstes, Sozialleben. Also da wären dann eher die Freunde gemeint und bei Beziehungen eher so, ich sag mal, die enge Familie. Und das letzte, die Freude. Und das sind jetzt einfach mal die 12 Vorschläge für die 12 Lebensbereiche. Wie gesagt, wenn du was anderes da noch aussuchen möchtest, dann schreib das einfach für dich so auf. Und jetzt geht es darum, dass du bei jedem Lebensbereich dir überlegst, wie zufrieden bist du in dem jeweiligen Bereich. Wenn du sehr zufrieden bist, dann machst du einen Punkt im äußeren Bereich dieses Kuchenstücks, also nah am Außen, an der Außenperipherie des Kreises. Und wenn du unzufrieden bist, dann machst du einen Punkt eher so im Zentrum oder in Zentrumsnähe in dem jeweiligen Bereich. Und am Ende, wenn du diese 12 Punkte gemacht hast, dann verbindest du all diese Punkte mit einem Strich. Und dann kannst du mal gucken, ob da ein rundes Rad rauskommt oder ob dein Rad ganz viele Dellen hat. Das Ziel ist natürlich, dass du in all diesen Lebensbereichen möglichst weit außen den Punkt machen kannst, dass du also glücklich bist. Und das kann aber sein, dass das im Moment noch nicht so aussieht. Dann der nächste Schritt, wenn du dieses Rad sozusagen mal aufgezeichnet hast, ist dir zu überlegen, welche 2 Lebensbereiche möchte ich als erstes angehen? Und da bietet sich natürlich an, dass du die Lebensbereiche als erstes angehst, wo du besonders unglücklich bist. Ich würde dir aber empfehlen, dir zuerst vielleicht mal zu überlegen, welche dieser Bereiche sind mir besonders wichtig. Und dann bei diesen Bereichen anzufangen. Natürlich nicht bei den Bereichen, wo eher schon alles super läuft, sondern wirklich da, wo du sagst, da ist echt noch Optimierungspotenzial und dieser Lebensbereich ist mir auch super wichtig. Wie zum Beispiel deine berufliche Zufriedenheit oder vielleicht deine Beziehung. Also Dinge, wo du einfach sagst, die sind mir super wichtig. Und ich empfehle nur 2 Bereiche auszusuchen, weil das reicht schon mal, wenn du an 2 Lebensbereichen erste Optimierungen anfängst zu machen. Du kannst nicht an allen Enden gleichzeitig anfangen. Und deswegen empfehle ich 2. Und dann suchst du dir eben einen von den 2 aus als erstes und überlegst mal, wie müsste dieser Lebensbereich sein, wenn ich 100%ig zufrieden wäre? Was wäre so wirklich mein Wunschtraum? Wie sollte dieser Bereich aussehen? Und mal dir ruhig auch mal aus, wie würdest du dich fühlen, wenn du das Ziel schon erreicht hättest? Wenn du da wirklich super zu 100% zufrieden wärst in diesem Lebensbereich, wie würdest du sein? Wer würdest du sein? Wie würdest du denken? Wie würdest du handeln? Was für Qualitäten würden dich auszeichnen? Und dann kannst du anfangen, diese Identität im Geiste ruhig schon mal anzunehmen. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel in deinem Beruf total zufrieden wärst, wie wärst du dann? Wie würdest du auftreten? Du wärst selbstbewusst. Du würdest schnell handeln, du wärst was auch immer. Also überleg dir einfach die Qualitäten und dann kannst du diese Qualitäten schon jetzt in dein Leben holen.
und gucken, was kann ich jetzt schon tun. Das ist mal so Schritt 1. Dann wird es noch etwas konkreter. Ich würde dir empfehlen, einen oder vielleicht sogar zwei Schritte aufzuschreiben, die du konkret tun könntest, um in diesem Lebensbereich zufriedener sein. Und zwar wirklich nur einen, den allernächsten Schritt, den allerersten Schritt aufzuschreiben und eben vielleicht noch den zweiten. Und das sage ich deswegen, weil vielleicht ist dein Ziel noch relativ weit entfernt. Es kann sein, dass du eben zum Beispiel im Beruf glücklich sein willst und im Moment einfach total in einer Sackgasse steckst, dich mit den Kollegen nicht gut verstehst oder mit deinem Chef nicht gut verstehst oder nicht genug Geld verdienst, was auch immer. Und dann kann es sein wie ein Riesenberg vor dir, dass du das sowieso nie erreichen wirst, was du, wie du dich fühlen möchtest. Und das wäre natürlich sehr, sehr entmutigend. Und deswegen empfehle ich dir wirklich, den Fokus nur auf den allerersten, allernächsten Schritt zu legen. Weil dann wird das Ganze wieder machbar. Also was wäre ein Schritt, den du tun könntest, um eben zum Beispiel in deinem Beruf wieder glücklicher zu sein? Und das könnte zum Beispiel was ganz Simples sein, dass du morgens anfängst, deine Kollegen freundlich zu grüßen, zum Beispiel. Oder dass du morgens ein gutes Frühstück isst und dann eben auch dich besser konzentrieren kannst, bessere Arbeit ablieferst dadurch und so weiter. Also es kann wirklich einfach ein einziger erster Schritt sein. Und auch wenn dein Endziel vielleicht ist, einen ganz neuen Job zu haben, eine neue Karriere oder dich selbstständig zu machen oder so, das ist so weit weg im Moment noch. Deswegen empfehle ich dir wirklich nur den Fokus auf den allerersten Schritt zu legen. Und ich würde das tatsächlich auch aufschreiben. Ich bin ein großer Fan von handschriftlich Dinge aufzuschreiben, weil es einfach auch auf unser Unterbewusstsein nochmal anders wirkt. Man sagt, die Hand ist ja verbunden sozusagen mit dem Herzen. Der Arm ist ja die Verlängerung der Hand und führt dann eben zum Herzen. Und deswegen ist das Aufschreiben eben auch so wichtig. Und wie gesagt, du kannst dir die Vorlage ausdrucken oder du malst dir deine eigene. Das ist völlig egal, wie du es machst. Und wenn du das hast für die zwei Lebensbereiche, dann schreib dir vielleicht sogar in deine Agenda ein, was dieser erste Schritt ist und fang an zu handeln. Weil es wird nicht besser, wenn du einfach nur dir sagst, oh, es wäre schön, wenn es da besser ginge, aber eben nichts tust, sondern tatsächlich auch ins Handeln kommen. Ich hoffe, diese Übung hat dir gefallen und du hast sie auch tatsächlich mitgemacht. Falls du den Podcast jetzt unterwegs gehört hast, kannst du das tatsächlich eben, wie gesagt, noch dein Arbeitsblatt später ausdrucken und es ausfüllen. Nimm dir einfach Viertelstunde, viel länger braucht es wirklich nicht, und mach die Übung und wiederhol sie auch ruhig dann mal. Also schau auch deinen Fortschritt an, schau, in welchen Bereichen es besser geworden ist. Und die Gesundheit aus meiner Sicht gehört irgendwo immer dazu und aus meiner Sicht ist es auch, das kann ich dann im Online-Seminar noch ein bisschen genauer erklären, warum ich das so finde, macht wirklich Sinn, beim Darm anzufangen, weil der ja auch in unserer Mitte ist und so einen riesen Sogwirkung hat auf alles andere. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn Leute angefangen haben, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, wieder in ihre Kraft gekommen sind, wieder mehr Energie haben, wieder besser schlafen, dadurch auch selbstbewusster geworden sind, anders auftreten, dass sich dann auch wie quasi von selbst andere Lebensbereiche eben sehr viel schneller und einfacher gebessert haben. Das war eine kurze Episode. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Mut gemacht. Es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, mitzumachen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge des Darmglück Podcasts. Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch.